Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair. So, herzlich willkommen wieder zurück bei Gabriel Knight. Diesmal ist auch die Cindy wieder dabei und wir sind bei Teil 2 dran. Oh ja, ich freue mich schon richtig doll darauf. Genau, das ist ja auch der einzige Teil, den wir auch vorher kannten. Also wir haben ihn zwar nie selber gespielt, aber wir kennen halt ein Let's Play dazu von den Rocket Beans, was wir uns mindestens einmal im Jahr immer wieder angucken. Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach zu gut. Das ist aber das beste Let's Play, was ich je gesehen habe. Und wir geben dem Ganzen aber einen neuen Spin, weil wir das nämlich auf Englisch spielen. Das heißt, Genau. Wir haben nicht diese Übersetzungsfehler drin und diese Sprachbarriere haben wir jetzt drin, die nicht künstlich hinzugefügt wurde. Genau, weil dieses Spiel, also im ersten Teil waren wir ja auch schon kurz in Deutschland, in Bayern. Und dieses Spiel spielt halt komplett in Deutschland. Und ja. Das heißt, die Leute sprechen halt normalerweise alle Deutsch und Gabriel kann halt nur Englisch. Ja. Du musst dann halt gucken teilweise, wie er mit den Leuten kommunizieren kann, aber manche verstehen ihn halt gar nicht. Und das ist dann in der übersetzten deutschen Fassung ein bisschen schwierig. Ja, da ist das vor allem so gelöst, dass die Leute entweder einen richtig hardcoreigen bayerischen Akzent haben oder gar keinen. Und dann tun die so, als würden die sich nicht verstehen, und obwohl beide aber Deutsch sprechen reden, die gleiche Sprache, genau. Sprechen die gleiche Sprache. Aber verstehen sich nicht. Das ist total komisch. Und ja, es gibt sogar eine Stelle, da ist das in Schweizerdeutsch übersetzt. Ja, genau. Dann haben sie einfach, einfach einen anderen Akzent, aber Schweizerdeutsch, warum auch immer, wenn man in Bayern ist. Aber ja, auf jeden Fall haben wir noch als dritte Komponente dazu, dass wir halt einfach jetzt Teil 1 kennen. Wir kennen die Vergangenheit, wir kennen die Figuren, wir wissen, was Sache ist. Und ja, ich würde mal sagen, wir tauchen einfach mal ein. Ja, wir legen los. Komm! Thank you.
eigentlich, hätten wir noch erwähnen sollen, dass das ja so ein interaktiver Film ist mit Real-Zwischensequenzen. Das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, weil das für uns so selbstverständlich ist, weil wir es erkennen. Aber ja, das ist halt der neue Idee. Teil 1 war halt dieses Pixel-Point-and-Click. Und die haben sich dann gedacht, bei Teil 2 nehmen wir doch die beste Grafik ever, das wahre Leben. Und das finde ich halt total geil. Also so ein Spiel habe ich noch nie gespielt, was wirklich so diese echten Figuren so gerendert hat und in diesem Spiel drin hat. Aber da bin ich mal gespannt. Genau, das war ja zu der Zeit, als der Teil rauskam, sehr, sehr modern. Ja. Deswegen wollten sie es auch unbedingt so machen. Ich kann auch sein, dass Gabriel Knight auch einer der Vorreiter da in der Hinsicht war. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich denke, Phantasmagoria war davor. Ja, sieht zumindest so aus. Ja, sieht also von der Qualität her. Ich erinnere mich auch an so ein Point-and-Click-Adventure im Star Trek-Bereich. Jetzt nicht dieses, was auch bei den Rocket Beans war. Ich meine, davor gab es ein ähnliches. Kann aber einfach nur die Grafik gewesen sein. Nee, ich glaube Bridge Commander oder sowas. Nee, das war kein FMV. War, naja, aber sah so ein bisschen so aus. Das sah sehr gut aus. Ach ja, was mir gerade auch noch aufgefallen ist, wurde auch gerade ganz kurz Deutsch gesprochen, ne? Ja, ich dachte mir auch, dass du das ansprichst. Weil das tatsächlich auch in der deutschen Fassung einfach 1:1 der Ton war, der übernommen wurde. Der Mann meinte, die Kutsche wartet und sie kommen. Komm. Genau. Alles klar. So, ich muss dann anscheinend nochmal hier auf Spielen drücken. Erstes Kapitel. Amerikaner, verbrennt ihn! Ach, guck mal, ganz viele Narben hat der. Ja, wegen dem Dolch von Titilo. Genau. Aber ist der vorher halt nie aufgefallen. Ja. Night. There are some people here to see you. Me? Yeah, if you please come. What's going on? You've been acting strange all day. Please, just come. And don't forget your talisman. You must wear it always. Jetzt frisch geborener Schattenjäger. Genau, das ist ja der Talisman, den wir von Tetelo wiederbekommen haben. Uns wieder geholt haben, besser gesagt. Well, hello there. Shouldn't those be torches? Guten Abend, Herr Knight. I'm Werner Huber. Forgive our coming here so late, but we must speak with you. What can I do for you? Oh, this is my cousin, the Huber Sepp. He has a farm just outside of Munich. I will tell you the truth, Herr Knight. We have come for the Schattenjäger. I see. What makes you think you need a Schattenjäger?
It is because of Sepp here. Two nights ago, his wife goes to the window of the house to call in their daughter, Tony. It is getting dark. The light outside is not so good, yeah? She sees Tony some meters away, playing in the grass. And she sees a wolf. It is huge. And it is moving towards the child. The mother screams to the child, warning. Five! And that is when the beast strikes. Tony! Oh, no, langsam, langsam. They say she died quickly. Sepp here hears his wife screaming, comes running from the barn. He sees the wolf, goes inside the house to get a gun. But when he comes out, no wolf. And it has taken part of the child with it. That's horrible. Yeah. Yeah, it is very bad, Herr Knight. That is why we come to you. Haven't the police been notified? Well, yeah, natürlich. The police, they think it is wolves escaped from a zoo. They search and search, but they find nothing. This is not the first such killing. But if it is not stopped, it will not be the last. I'm not really sure what you want me to do. The killer is not wolf. It is werewolf. You must hunt it down and kill it. Werewolf? What makes you think it's a werewolf? The wolf looked at me. Its eyes were human. It knew what it was doing. It knew. I'm really very sorry about your daughter, Herr Huber. I have told them that you are the new Schattenjäger. You wear the talisman. Are you the Schattenjäger now? Or are you not? I am. We do not know you, Herr Knight. But we have known the Schattenjägers for many centuries. It is to them we turn in trouble like this. Sepp here is family. Will you come? Just look around, see what you can see. Huh? Sepp and his wife go north to be with her mother. You can stay on his farm. All right. I'll look into it for you. See what I can see. I'll pack your things. Great. Thanks. I'll meet you in the village in an hour. Oh, thank you, Herr Knight. Thank you. Kein Bett oder was? Nee, nur diese kleine Bank. Ach so, nee, der ist doch hier bei den Hubers. Ja, Huber ja, genau. Farm. Okay. Und ich habe jetzt gerade auf jeden Fall festgestellt, man kann diese Dialoge etwas ernster nehmen, wenn sie nicht diese komische Synchro haben, weil auch dieser Huber Sepp und alles, der klingt ja im Deutschen halt total albern. Ich meine, der ist jetzt auch nicht gerade die Leuchte oder. Nicht Huber Sepp, The Huber Sepp. The Huber Sepp. der im Deutschen dann auch eine bayerische Stimme bekommen hat, obwohl der ja hier auch Englisch redet mit Gabriel. Also das war ja zum Beispiel dann in der deutschen Version auch total überflüssig. Der Wolf hat mir angeschaut. Seine Augen waren die wie von einem Menschen. Der hat gewusst, was er tut. Der hat's gewusst. Aber, ja. Ja. Okay. Ich habe bei dieser Gerde jetzt das Gefühl, dass sie auch Deutsche ist, die halt Englisch jetzt spricht, aber halt gebürtige Deutsche.
Zumindest habe ich das so rausgehört. Kann natürlich jetzt auch nur sein, ich weiß, ich habe jetzt nicht so viel von ihr gehört. Also, dass das quasi wie im ersten ist, dass das eine Native Speakerin ist. Ja. Hat auf mich auf jeden Fall auch diesen Anschein. Und der, wie heißt der andere nochmal? Der, Werner Huber, der spricht, also ich meine, der hat auch jetzt nur ein paar deutsche Wörter gesprochen, aber die hatte ich auch immer sehr deutsch angehört. Nicht wie ein Amerikaner, der versucht, Deutsch zu reden. Und das, obwohl er tatsächlich Amerikaner ist, der Schauspieler. Ja. Das ist schon mal auf jeden Fall sehr gut gemacht. Hier ist auf jeden Fall sehr Liebe zum Detail eingeflossen. Mhm. Okay, so. Da stehen wir nun. Wie eine Salzsäule. Gabriel Knight. Das ist Gabriel, stimmt. Klick dich mal an. That's me, Gabriel Knight. Okay. Okay, ich merke auf jeden Fall... Achso, das wird zu einem Dolch, wenn ich es benutzen kann. Mhm, genau. I take it the Huber's a Catholic. I take it the Huber's a Catholic. Ja, das stimmt. So, was haben wir noch hier? Ein Schrank. China, our homie. China, homie? Our homie? China, our homie. Okay. Ja, lassen wir das mal so. In diesem Teil kommentiert Gabriel auch selber und nicht die Voodoo-Frau. Ja, das finde ich zum Beispiel auch sehr gut. Jetzt mal Geld mitnehmen. Ich habe mir ein bisschen Hunger. Vielleicht fahren wir noch hier über Macis vorbei oder so. Nicht zumachen, ich wollte noch, da war doch noch was drin, oder nicht? Ich glaube, der hat alles rausgeholt, kann das sein? Ich wollte noch ein bisschen gucken. Mensch, Gabriel. Ist noch seine Hose. Der hat alles. I don't need anything else right now. Ja, okay, wenn du das sagst. Okay. Aber die Uhr, ey. Ja, ich finde Uhren ticken auch total nervig. So, sonst haben wir nichts. Okay, nee, okay, jetzt verstehe ich auch, warum wir hier geschlafen haben. Wir sind bei den Hubers. Und... Die haben doch bestimmt ein Gästezimmer oder so. Oder warum nicht auf dieser Bank hier schlafen? Nee, keine Ahnung. Die sieht genauso bequem aus. Ja gut, dann... Wo können wir denn noch hin? Exit. Ah, wir können die andere Seite des Raums angucken. Oh ja, in den Spiegel gucken geht auch nicht. Was wir auch noch in dem Video gesehen haben, ist, dass Gabriel die Erlebnisse aus dem ersten Teil erfolgreich in ein Buch umwandeln konnte. Ja, das auf jeden Fall, genau. Nämlich das Buch The Voodoo Murderers. Genau, er hat ja für sein... Er hat ja im ersten Teil eigentlich nur recherchiert für sein Buch und ist ja dann da reingeraten. Genau. Der wollte ja diesen neuen Blake Backlash-Roman schreiben und das hat er halt komplett einfließen lassen. Finde ich auch cool, dass das auch so heißt, The Voodoo Murders Blake Backlash Mystery, so wie jetzt hier der zweite Teil von Gabriel Knight heißt. Ja, stimmt, Gabriel Knight Mystery. Genau, ja, genau so war das. Das finde ich total cool. So, was haben wir hier? I don't have anything to write about at the moment. Achso, er will nichts schreiben. Also, man muss uns sagen, wir kennen zwar die Story, aber wir kennen jetzt nicht jedes Rätsel, jede Lösung etc. Also, gameplay-technisch kennen wir es jetzt nicht so gut, weil auch in dem einen Video, also in dem einen Let's Play halt auch viel rausgeschnitten wurde und eher zu Unterhaltungszwecken diente, als jetzt seriöses Let's Play zu sein. Ja. Deswegen... Generell, auch wenn ich dir zugucke, ich weiß ja auch nie, was du so alles klickst und so. Und vor allem bei dem letzten Let's Play von Gabriel Knight, da habe ich es am Anfang irgendwie nie verstanden mit den Items, wie man die damit benutzen kann. Deswegen wusste ich halt auch nie genau, was du jetzt mit womit kombiniert hast. Oder was, womit du hast ja generell hier eher die Zuschauerperspektive. Genau. Oder die Rücksitzperspektive. Herr Knight. Ach, kann er das auch vorlesen? Ja, ne? Herr Knight, the keys for the car are by the door. It is better not to drive inside Munich, drive road 96 to Lockham. Park the car and take the U-Bahn from there. Thank you for helping us. Frau Huber. Nach Lochham? Hm? Oder... Ja, okay. Alles klar. Ja, oder Lockham. Der hat ja Lockham oder so gesagt. Das sprechen die Amerikaner ja immer wie ein K aus, ob da jetzt ein H oder ein K ist. So. Killerwölfe aus dem Zoo. Immer noch auf freiem Fuß. Genau, das kann der Gabriel jetzt gar nicht lesen, ne? Nee. Er sieht halt nur Killerwölfe. But they give the name of the zoo.
It's in Thalkirken. The name of the detective on the case is Lieber, from the police station near Prinsregentenplatz. Prinsregentenplatz. So. Und Thalkirchen, Thalkirken. Thalkirken. Okay, auf jeden Fall haben wir hier auch Zeitungen. Ja. Nur diesmal können wir sie nicht lesen. Als 10. Deutsches. März 1994. Ja. Jo, also das Kind wurde ja von einem Wolf gefressen und jetzt sind da zwei Wölfe auf der Schlagzeile, auf dem Titelblatt, die was mit dem Zoo zu tun haben, deswegen denke ich mal, genau. Sollten mit dem Zoo. Wurde doch auch gesagt, ne? Zwei Wölfe sind aus dem Zoo entkommen. Genau, ja. Who should I call? Who you gonna call? Ghostbusters! Ja, dann gehen wir mal raus hier. Achso, den Zettel hast du ja schon gelesen. Ja. Das ist die Farm von... I suppose that's for tending those window boxes. The Ubers have a nice setup here. A bit domesticated for my taste, but nice. The Ubers have a nice setup. Guck mal, das sind so viele Zimmer. Ja. Da haben die doch bestimmt irgendwo ein Gästezimmer mit einem anständigen Bett für Gabriel, oder? Sei denn, die ganzen Leute aus dem Intro wohnen auch hier. Na, okay. The Ubers have a nice setup. Aber für den Schattenjäger kann man doch mal ein bisschen... kann man es dir doch mal ein bisschen gemütlicher machen. Ja, echt, wir eigentlich. Sind ja so ein VIP für die. Ja. Weißt du, wir sind sowas wie Van Helsing. Wir sind der deutsche Van Helsing. I was hoping for a Mercedes. But this'll have to do. Was haben wir hier? Ah, okay. Zement! I could be wrong, but I think this bag contains cement. Schnell. Quick. Quick grind. Oh, der kann ein Wort. Well, that's useful. Ja. Er weiß, dass schnell quick heißt. Er ist sehr schlau. Ein Eimer. A metal pail. So, sonst haben wir hier... Nothing of interest in there. Kannst du das mitnehmen? Ich kann nichts mitnehmen. Ich kann da nur draufklicken und er sagt dann was. Also ich wüsste nicht wie. Okay. War krass, dass der Zement, dass du da erstmal nachdenken musste. Ich glaube, das heißt Zement. Ja, es gibt ja auch False Friends, ne? Ja, trotzdem. I become a promise ist halt auch... Es ist halt ein Sack mit irgendwelchem Pulver drin. Das wird wahrscheinlich Zement sein. Tja. I was hoping for a Mercedes. Okay, da will der nicht dran, oder was? Oder kann ich da lang? Ah, hier kann ich auch noch lang. Ein Baum. Baum? It's a water trough. Ground's a bit muddy over here. Ach so, das ist ein Trog. Okay. Sonst... Ein Wald. Da wurde wahrscheinlich das Kind gefressen. These woods go back a ways. Plenty of space to hide. Ach, hier sehe ich gerade auch, wir haben auch nie eine Punktzahl. Okay. Oh, ja stimmt, diesmal kriegen wir jetzt gar nicht mehr mit, ob wir Punkte bekommen. Ja, das ist im ersten Teil gab es da immer ein sehr befriedigendes Geräusch. Ja, das stimmt, das war immer sehr... Da haben wir immer direkt gewusst, wir haben irgendwas richtig gemacht. Das genau. Ist halt wirklich bei so einem Adventure Balsam für die Seele. Ha, wieder das steht! Das steht. Ach, der Gabriel. Also er hat jetzt natürlich auch eine andere Stimme. Mhm. Also im Original vom ersten Teil wurde ja gesprochen von Tim Curry, das hatten wir ja angesprochen. Dann im Remake wurde er ja von jemand anderem gesprochen. Weiß gerade nicht mehr, wie er hieß. Boah, ich gerade auch nicht. Aber jetzt wird er halt von Dean Erickson gespielt, deswegen klingt er halt auch komplett anders. Sieht auch ganz anders aus. Ja, aber so sieht Gabriel halt in echt aus, ne? Die haben sich ja was dabei gedacht, ihn zu casten.
da war die Technik damals noch nicht so weit, um ihn im ersten Teil genauso darzustellen. Ja, so. Und die Frisur von ihm hatte ich auch eine Zeit lang, als ich mir jetzt die Haare abwachsen lassen. Ja. Sogar mit der Haarfarbe, ne? Genau. Okay. Okay, können wir das Auto benutzen? Ich versuch's gerade, aber ich muss erstmal auch gucken, was heißen denn all diese Buttons hier. Ne? Ich habe hier zum Beispiel. Ach, hier ist mein Inventar. Gut zu wissen. Ich habe mich nämlich schon gefragt, wo mein Inventar ist. Ja. Da habe ich hier die Lupe. Genau, das ist meine Tasche. Was haben wir hier? Oh, das ist mal so eine Bauchtasche, hast du. Ah, okay, hier können wir uns die Videos angucken, die freigeschaltet wurden. Und da haben wir. Oh Gott. Ach, Schande. Was ist das? Ich freue mich jetzt schon. I have to load a tape first. Wow, okay. So, okay, dann gucken wir mal in unser Inventar. In die Bauchtasche. Grace to Gabriel. Oh. Ah. Ja, lass das nochmal lesen. Grace to Gabriel. Warte, was muss ich jetzt machen? Da ist doch jetzt rechts. Ja, ich. Das Fenster. Ich muss trotzdem, ich muss die Steuerung erstmal rausgehen. So. Beim Zugucken ist es immer einfach. Du musst mir auch ein bisschen Zeit geben, das auch rauszufinden. Ja, ich glaube, du musst mit der Lupe auf den Brief, oder? Ja. Oh Gott. Gabriel, I've just notified the Catholic Church about a miracle. Things have actually been picking up around the shop. We've been going through stock like, well, like a real store. I keep expecting the candid camera guys to pop out at any moment and say, just kidding. In other acts of universal randomness, the Voodoo Murders is up to number 20 on the New York Times bestseller list. Oh. Yes, the taste of the American public can be a terrifying thing. In any case, your U.S. bank account is blossoming, not unlike the desert after a fluke storm. Das erklärt das ganze Geld von Gabriel. Stimmt. Also, wir haben anscheinend einen sehr erfolgreichen Start hingelegt mit dem Buch. Ach, geht weiter, ja. If you don't mind, I'd like to use a little of the money to fix up the shop. Was? Your gran is fine, but misses you. Aww. Mosley has been hanging around, making himself a real pain in the butt. Fortunately, I need only bring up the bald detective Mosley in your book, all 240 pounds of him, and your pal turns red and is out the door in about 5 seconds. Things are organized here, just waiting for your decision. I think you can find a buyer if you want to go that route. I know you hate to write, but I need to get a feeling for what your plans are so I can make some of my own. Ruf doch an. I haven't seen or heard of anything here that seems relevant to this Schottenjäger business. Take care. Grace. No, I know you hate to write. Er ist ja nur Autor, aber okay. Ja, ne? Das wird gerade ein bisschen. Ist gerade ein bisschen inkohärent. Weil aber lustig, Detective Mosley. Das ist ja. So hat er ihn ja auch so schon immer genannt, um ihn zu ärgern. Ja, Mosley, ja. Genau. Und so heißt er jetzt wohl auch in dem Buch. Ja. Also das hat er ja wirklich einfach übernommen. Ist ja fast schon autobiografisch. Mhm. So, was haben wir noch im Inventar? Da haben wir noch ein Übergrausletter. Schloss Ritter, Ritterweg in Rittersberg. Übergrau, Höffen. Nee. Schnell. Ist das wirklich? Quick. Ist das wirklich ein F? Oder ist das ja, dieses? Es gibt ja dieses S, was aussieht wie ein F. Ich glaube schon. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich lese sowas halt immer wie ein Elf. Ich will jetzt nur keinen Fehler irgendwie machen. Über grau hüpfen und schnell. It's from the Ritter family lawyers. It's from the Ritter family lawyers. Ah, aber da steht auch hüpfen. Da steht hüpfen. Ach so. Unten. Naja. Alles klar. Okay. Ja. Okay, das heißt, wir können den Anwalt auch besuchen, mit dem über alles reden. Genau, wir haben uns anscheinend noch nicht getroffen mit dem Herrn Harald Übergrau. It's from the Ritter family lawyers. Your servant. Boah, mein Diener, ey. Ja. Bei der Kohle. Ritterdagger. Dagger. A Schattenjäger knife.
Ritter Bru Bartrin? Ritter Bro. Ritter Bro. Bra. Bra. Ritter Bru Batria? Patria? A Schattenjägerknife. Nah. A Schattenjägerknife. Oh, das könnte man ein gutes Lied machen, ne? A Schattenjägerknife. 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 Oder Schattenjäger. Schattenjägerknife. Oder Schattenjäger. Schattenjägerknife. Oder Schattenjäger. Na gut, mehr können wir damit nicht machen, außer feststellen, dass es ein Schattenjäger-Knife ist. Okay, was sagt unser Portemonnaie? Wahrscheinlich nichts. My wallet. It actually has money in it these days. Oh. My wallet. Jetzt hat er ja Geld. Okay. Im ersten Teil war er ja chronisch pleite. Ja, dann mussten wir ja unser Gemälde verkaufen. Ja, und wir mussten zufällig Geld finden, damit wir uns was kaufen konnten. Ja, 20 Mark. Barely started manuscript, okay. Nice of the Ubers to loan me their car. Nice of the Ubers to loan me their car. Bitte? So ein Buttplug. Ja. Warte mal, welche Seite schiebt man denn rein? Den Schlüssel oder was? Ja. Aber es geht doch so, habe ich gehört, so Dinger, wo hinten so ein Schwänzchen rausguckt. Okay. Oh ja. Die Fortsetzung von Blake Backlash. Was vorlesen lassen? Brilliant prose, if I do say so myself. Unfortunately, I'm just pissing the wind until I can think of a plotline. Maybe this case will inspire me. Ah, ja, okay. Okay, also er will wahrscheinlich darüber schreiben, was er jetzt gerade macht. Hm. Uncle Damon, das ist anscheinend, ne? Onkel Wolfgang. Mhm. Aber da unten redet er von Indien, also. Habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ja, ganz unten. India. Ach so! Okay. Ja. So, dann hätten wir noch ein Notepad. My Notebook. Das ist unser Death Note. Ja. Der Mensch, dessen Name in dieses Notizbuch geschrieben wird, stirbt. Die ganze Welt soll erfahren, dass es mich gibt. Dass es jemanden gibt, der gerechte Urteile fällt. Und ich werde zum Gott einer neuen Welt. So, wen schreiben wir zuerst rein? Grace Nakimura. My new tape recorder. A dual mount. Krass. Die Technik heutzutage. Da hören sogar die Vögel auf zu zirpen. Ja, genau. Okay. Zirpen. Vogelzirpen. Ja. Mensch. Ignorier das doch. A little too tasteful, if you ask me. Gracie ordered them. Mm. Da ist sogar hier St. George drauf, der gerade einen Drachen legt. Genau, der gerade einen Drachen erlegt, ja. Cool. Aber warte mal, St. George, Rare Books, Bourbon Street, New Orleans, Schloss Ritter, Ritterweg, Rittersberg, also zwei Adressen. Ah, okay. Ja, ich denke mal, also einmal für Bourbon Street ist die Adresse von dem Laden und Schloss Ritter ist jetzt halt seine richtige Adresse. Das Impressum quasi. Ja, genau. Dann hätten wir hier noch den Talisman, der anscheinend ganz schön schwer ist, aber ich glaube, da stellt der Gabriel sich auch ein bisschen an. Ich meine, ja, aber wir kennen ihn ja, ne? Wir kennen den Gabriel, ja. The family talisman. Wolfgang gave up his life to get this back. Gabriel unterbricht mich nicht. Sieht auch wirklich so aus wie im ersten Teil. Ja, das ist auch schon mal schön. Schlange und dem Löwen. Ja, ich finde das generell einfach cool, ne? Dass das jetzt so der zweite Teil so ein interaktiver Film ist. Mhm. Es ist. Und wie viel nochmal aufgegriffen wird. Ich finde, das ist eine echt gute Fortsetzung so bisher.
Von dem, ja, was ich so ich weiß. Also, finde ich schon cool. Das ist, ich mag das. Ich mag diesen Real-Look. Das müssten Spiele viel häufiger machen. Mhm. Okay, dann hätten wir, glaube ich, alles hier durchgeguckt, was wir so haben. Mhm. Und benutzen den Schlüssel jetzt mit einfach den... Ah. Ja, erzähle ich ja gerade. Sorry. Das habe ich ja vorhin auch gesagt, dass ich das machen wollte. Nur ich habe jetzt im Inventar nicht gefunden. Ich wusste ja nicht, wo es ist. Hätte ich jetzt aber auch nicht gewusst. Das sah für mich auch nicht aus wie eine Tasche, muss ich sagen. Ja, das sieht wirklich nicht so aus. Das sieht aus wie eine Schatztruhe aus Zelda oder so. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir hier so ein Ladeding. Aber wir haben schon auf jeden Fall 10 Punkte. Was habe ich denn jetzt hier? Das muss das Spiel jetzt echt laden, oder? Aber so lange? Das wundert mich jetzt gerade auch ein bisschen. So, jetzt aber. Los, fahr das Auto. Gut. Ich glaube, so ein Auto hatten wir auch mal, nur in Rot. Ich glaube, so ein Auto hatte jeder irgendwann mal. Ja. Naja, Lochham. Talkirchen, Marienplatz, Prinzregentenplatz. Wo wollen wir eigentlich hin? Frage, was war nochmal in Lochham? Da war der... Nee, Thalkirchen war der Zoo, Prinzregentenplatz war die Polizeistation. Ich würde jetzt gleich mal ein Loch haben. Ja, wir haben sogar eine Hint-Taste mit Tipps. Gut zu wissen. U-Bahn. Geräusche. Ja. Ach, das ist der Hof, der ist in Lochham. Okay. Ah, okay, ja, das war ja. Aber schön, dass wir mit dem Auto die U-Bahn benutzen. Ja, okay. Dann speichere ich mal. Einfach wegen den Punkten und nicht, dass das wieder abstürzt. Mhm. Okay, wir sind in Lochham. Warum fährt der mit uns hier hin? In Lochham. In Lochham. Schön, dass er uns von Burg Ritter ja wegholt und nach Lochham bringt. Gut, dann haben wir so eine Art Tagebuch. Ja, das Notizbuch, oder? Ah, okay, das muss ich auch mal benutzen. Thalkirchen, das liegt am nächsten. Die U-Bahn. Eine dramatische Musik. Ja. Die sind da gerade irgendwelche genmanipulierten Affen. Ja. Mit Wut infizierte Affen. I know who you are. I know what you think you're doing. You don't want to get hurt. Keep your mouth shut and don't move a fucking muscle. The chimps are infected. They're highly contagious. They've been given an inhibitor. Infected with what? In order to cure, you must first understand. Infected with what? Rage. Fütterte die Affen jetzt. Ah, nee. Ja. Nein, ein Wolf. Ja, dann halt nicht. Ja. Und die Wölfe machen Affengeräusche. Anscheinend, ja. Richtig aggressive Affen. Und was war das gerade für ein Geräusch? Da haben die hier irgendwelche Dinosaurier oder so. Okay. Jo, da sind wir nun, ne? Wir. That's me, Gabriel Knight. Ach so. Gut, gucken wir uns ein paar Wölfchen an. Ich möchte aber gerade mal in mein Notizbuch gucken. My notebook. My notebook. Okay.
Okay. Ja, das Notizbuch im ersten Teil, das war ja immer eine sehr große Hilfe. Ja. Weil der immer alles reingeschrieben hat und manchmal halt auch... Also man konnte sich dann natürlich auch Tipps holen, aber manchmal hat es auch schon gereicht, dass er eine Frage gestellt hat. Genau. Und dann haben wir gewusst, worauf der überhaupt hinaus möchte. I'm not sure what it says, but it's not the exit. Exit is Ozgang. It's one of the... Ozgang. Oh, warte, jetzt hab ich das Film weggeklickt. I'm not sure what it says, but it's not the exit. Exit is Ozgang. It's one of the few words I do know. Canis lupus lupus. Canis lupus lupus. European wolf. Canis lupus lupus. Okay. Dann gehen wir mal rein, ne? Zum Wolf. Boah, der ist aber halt sehr niedrig, der Zaun. Ja. Also sicher würde ich mich da nicht fühlen. Hey, Wolf. Come on, boy. Wolfgang. Ja. Come on. Come on, Wolfie, Wolfie. Come on. Come on. Get the heck over here, will ya? Come on, Wolfie, Wolfie. Wolfie, Wolfie. Wie aggressiv der wurde. Immer kannst aggressiv. Kannst du das nochmal machen? Ja, warte. Here, Wolf. Come on, Wolf. Come on. Come on. It's like that, is it? Wow, das war sogar eine andere Szene. Ja. Yeah. Okay. Schade, das erste war besser. Vielleicht macht er das nochmal. I'd really like to get a closer look at one of those wolves. Ah, nee, okay. Schade. Schade. I'd really like to get a closer look at one of those. Na ja, gut, okay. Wir können. Boah, was sind das für Affen? Das klingt so, als wären die einfach genau in dem Gehege. Die Affen. Ja. Nein, das. Okay, ist das einfach so? Die Wölfe machen Affengeräusche. Fertig. Guck dir das mal an. Wir sehen Wölfe, hören Affen. Und das ist so nah. Oh Gott! Jetzt kommt der. Mein Gott, ey. Was will. Mit deinem Bollerwagen. Ja. Das Vatertag oder was? Ja, wahrscheinlich. Ich habe jetzt dieses komische. Ah, jetzt darf ich es wieder benutzen. Excuse me, do you speak English? Yes. Great. Mind if I ask you some questions? Yeah, okay. Gut. Ende. Punkt. Mehr wollte ich nicht. Oh man, das ist ja cool, diese Animation, die er hat. Dieses selbstgefällige so. Ja, Mann, ich bin es. In der Wolfhüte. Oh ja. Jetzt kommt das wieder, oder? Ah. Ich würde es gerne nochmal sehen. Weil das war schon echt nice. So, ja, Mann, ja. Have you worked here long? Thomas. Almost one whole year. Thomas. Year? Wow. Matt. I noticed you were pretty calm walking in that kennel. Guess wild animals don't bother you, huh? The wolves, they are lazy during the day. Oh. Oh. These wolves are fascinating, aren't they? I tried calling one over, but they weren't too obliging. Yeah, some people try that all day. Is there any chance you could take me inside the kennel? I'd really like to see one of the wolves up close, kind of a research thing. No way. No one will enter the kennel without authorization. Authorization. Mal gucken, vielleicht können wir ihn auch immer weiter noch mal was fragen. Komm, mach noch mal die Animation. Ja, danke. Oh, ja. Das wollte ich nur mal kurz. So you carry a walkie-talkie. The zoo is big. Ein Laufi-Sprechi. Who normally gives you your instructions over that thing? Kitchen, sometimes the health unit. For something really important, a Dr. Klingman himself will call me. Dr. Klingman? Er hat jetzt fast gar nicht die Lippen bewegt, ne? Ja. Who's this Dr. Klingman you mentioned? Yeah, Dr. Klingman is in charge of the mammal division. So I should speak to him about seeing the wolves up close. The Affen. You can try, but he won't let you. Perhaps. Where could I find him? In the administration area. Thanks. Diese Affengeräusch. Warum?
Ich weiß es auch nicht. I suppose you were around when those wolves escaped. No, I don't work at night. But you must have been here the next day, right? That people were pretty upset, what with the police and everything? Oh, yeah. Yes, that day was super crazy. Can you tell me about it? Tell you what? Tell you what? Komm, machen wir nochmal Animation. Auch wenn die im Kontext... Ja, sehr gut. Auch wenn die im Kontext jetzt gar nicht viel Sinn gemacht hat. Nach so einer schwierigen Frage. Ja, der fühlt sich schon ein bisschen angegriffen, ne? Ja, genau, der fühlt sich gerade angegriffen. Hat aber trotzdem dieses Jammern. Ich bin der Beste. So, how'd the wolves escape, anyway? Well, Dr. Klingman says the gate was left open after the night feeding. What do you think? The gate is heavy, it shuts itself. Maybe something was in the way, maybe a rock, I don't know. Oder die Zäune sind zu tief. Glad it was not me there. Ja, ich kann einfach drüber springen. That night has been... It's locked from the inside. No! Damn it! We're gonna die! We're all gonna die! Get a hold of yourself, man! Blow it! It's not our property. You know? Oh. Fire. Fired. Ich meine, das sehe ich ja schon als Laie, dass der Zaun einfach viel zu niedrig ist. Boah, wie können sie die nur Also, wie konnten die nur abhauen? Das Tor ist doch schwer und alles. Naja, drüber gesprungen vielleicht? Ich meine, was weiß das für genmanipulierte Experimente? Die machen wir, die schon klingen wie Affen. Ja, ja, die sind einfach an den, in den Bäumen entlang gehangelt. Und ja. Dann das sind die Affengene. Ausgeschwungen. Das ist wie bei Jurassic Park, die haben ja den Froschgene gegeben. Und die haben einfach Affen-DNS in den Fröschen, in den Wölfen. So, what do you think about these killings? Pretty scary, huh? Do you ever think those two wolves could do something like this? I don't believe it is possible. Hilda and Parsifal were fine with me, just like all the other wolves. Hilda, she liked to play. She was so young still. Oh, kleine Babywolf. Hilda und Percival. Parsival. Ne? Parsival. What did the two missing wolves look like anyway? Hilda was pretty. She had much white on her chest. And Parsival, he was bigger, thicker, more in the chest. He was 5 or 6 years old, maybe. Much darker than Hilda. Dark? Dark what? Dark grey. Both were grey. And most of the wolves here are. Hilda was light, but they get darker when they get older. Is that right? Hey, thank you for your time. Whatever. Whatever. Yeah. Cool. Yeah. Komischer Kauz. Yeah. Okay. Okay, Hilda war also sehr schön. Ist Thomas etwa ein Furry? Wahrscheinlich, ja. Thomas, so. Das ist auch wieder die falsche Betonung auf der falschen Silbe. So, wir können in mehrere Richtungen. Was ist hier? Das Tor, wo der Thomas reingegangen ist. That must be the entrance to the wolf habitat. Hm. Boah, dieses Geräusch, ey, was ist das? Und hier? Ah. Come and see. Boah. Hm. Kann ich Ihnen helfen? I'm afraid my German isn't very good. My name's Gabriel Knight. I'm an American novelist. What can I do for you, Mr. Knight? I'm researching a new book, and I hear you're the expert in these parts. Could you spare a moment? Please, sit down. Thank you. Der hat sich ja sogar im Deutschen selbst synchronisiert. Genau, also er spricht auch in echt Deutsch, ne? Ja. Genau, das ist nämlich ein deutscher Schauspieler, ich glaube Wolf Muser heißt er, der tatsächlich mittlerweile... Wolf, passt ja, ne? Ja. Der tatsächlich bei The Man in the High Castle mitspielt und viele andere Sachen auch gemacht hat. Mhm. Also ich glaube, der spielt bei den Hitler sogar bei The Man in the High Castle. Okay. Und
Ja, also tatsächlich sind hier einige Schauspieler drin, die noch viel danach gemacht haben. Could I ask you some questions? Yes. Thanks. You don't mind if I record this, do you? That's fine. Ja, das war noch eine ganz andere Zeit, da war das noch okay. Ja. Jetzt muss man so Datenschutzblätter ausfüllen vorher. Ja. Hey. Achso, ich kann ja nichts hier anklicken. Nee, ich kann dich nur Fragen stellen, weil ich dachte gerade, hier sind noch ein paar interessante Sachen, die ich gerne eigentlich anklicken würde, aber nein. Schädel oder sowas. Die nicken sich einfach nur gegenseitig an. So, you're in charge of the zoo's mammal divisions. Yes. What kind of training do you need for that, Doc? I realize you Americans hate titles, but people refer to me as Herr Dr. Klingmann here. Herr Doctor will also do. Sorry. I have a doctorate from Heidelberg University. My field is animal behaviorist. Fascinating. Ich arbeite ja auch gerade an meinem Doktortitel. Und ich freue mich jetzt schon darauf, mich immer als Frau Doktor ansprechen zu lassen. Ja. Nee, also keine Ahnung. Ich glaube, ich würde da gar keinen Wert drauf legen. Ja, bei manchen ist das so. Die haben, je nachdem, was für ein Doktor man ist, ne, die haben dann ganz schön reingebuttert dafür. Gut, der arbeitet im Zoo. Aber ich weiß nicht, was er sonst noch so macht. Vielleicht ist er echt eine große Nummer auf dem Gebiet der Säugetierforschung. Kann natürlich sein. So wie der Hartridge, ne? So, ja, genau, stimmt. Vielleicht hält er auch Vorlesungen, wer weiß. Er war ja auch Professor. Genau, er kennt sich ja aus. Und die hat er auch direkt hinten hier eingerahmt. Wahrscheinlich seine Urkunde. Sein Diplom oder so. I see you're particularly interested in wolves. Yes, I'm quite well known for my wolf research. You must have been horrified when two of your wolves escaped then. Yes, it has been very unsettling. Ah ja, unangenehmes Schweigen. Sind die ausgebrochen? What kind of wolf research do you do, Herr Doctor? Schon eine Weile her anscheinend. I study wolf society here and in the wild. Any insights? Only that there is a purity to nature which human society lacks. Meaning? Life, reproduction, death. In nature there's a purpose to it, even if that purpose isn't pretty. We humans have forgotten our purpose. We have? Yes. Does a male lion say to the female, I'm sorry, but I'm afraid to make a commitment? Does a female wolf run off and leave her offspring to the male because she wants to mate with another wolf? Do hyenas need psychotherapy because they are guilty about their thieving nature? You have a point. Which I'm afraid I have overstated. Not at all. Do your fellow scientists share your views? Not often, no. Fortunately, I have found others who do. Aha. I was speaking with one of your boys out front, Greg, was it? No, there's no Greg on staff here. Do you mean Thomas? Thomas, right. Anyway, he's the one that said to talk to you. Because I was wondering if there was any way I could get a closer look at one of the wolves for research. I'm afraid this is not possible. We don't show our wolves to anyone. We must protect what privacy the creatures have. Really? Well, gosh. I guess that's that. Ja, Spiel vorbei. Ja. Do you mind if we talk briefly about the missing wolves? Is this relevant to your book? Oh, yeah. You see, wolves are major characters in my new novel, and this case is quite unusual, isn't it? I suppose it is. Very well. Actually, I know very little about the case, but I will tell you what I can. Appreciate it. Ja, genau. Wie lange werden die schon vermisst? Das hast du ja eben auch gefragt. Mm-hmm. How long have the wolves been missing? It's been about 2 months. Ach, jeez. Whew, that's a while, isn't it? It's strange the police haven't seen hide nor hair of them.
so to speak. Believe me, your sentiment is shared by the German public. Ich dachte, weil das jetzt heute in der Zeitung stand, dass das irgendwie gestern passiert ist oder so, aber anscheinend nicht. Stand das da drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, wir haben ja in der Zeitung gelesen, dass Zoowölfe entkommen sind. Ja. Ja, und deswegen dachte ich, das sei jetzt irgendwie sehr aktuell gewesen. Aber... War vielleicht eine alte Zeitung, vielleicht kriegen ja, die Hubers auf dem Land da in Lochham nur so alle zwei Monate eine Zeitung. Das kann natürlich auch sein. Do you think the zoo wolves are responsible for the mutilation killings? That is yet to be proven. Because I've been wondering, what else could it be? Wild wolves, maybe? Unfortunately, there are very few wild wolves left in Germany. Most were killed off by hunters decades ago. Most? A few remain in the Alps. But so close to a city like Munich, it's highly unlikely. Any other suggestions? I'm afraid I'm as confused as anyone, Mr. Knight. Ja, warum töten die Menschen? What I don't see is why wolves, if the killers are wolves, why wolves would attack humans. Wolves are predators. Most carnivores are potential man-eaters, given hunger enough and opportunity. But weren't the zoo wolves raised among humans? Yes. And therefore, they are not afraid of us. I suppose. Das erinnert mich gerade daran. Oh, sorry. How does a wolf choose its victims? Have you ever heard of the language of death? No. You may have heard that wolves often choose the young, the old, or the sick as prey. Until recently, many thought this was some sort of natural selection going on, survival of the fittest. But now some of us are finding it is much more complicated than that. We have observed, for example, wolves surround a sick moose cow. The creature was helpless, yet she stood up and glared back at her would-be killers. The wolves dispersed. Or a healthy bull who ran off alone when he sensed wolves, making himself an easy target for no apparent reason. Researchers now believe that there's a kind of primal language going on. I am death, the wolf says. Are you ready to go? And the victim, by its actions, says, yes, I am ready, or no, you will not take me now. What if their prey doesn't know the language of death? This is a big problem, particularly for the wolves. When wolves come across domesticated animals who do not know how to play the game, they're confused. They start slaughtering, and they have no sense for when to stop. That is why farmers have hunted wolves to extinction in most parts of the world. Well... That certainly gives me something to think about. So, du wolltest gerade... Ja, wolltest ja, du was sagen. Erstmal, das heißt, wenn wir kurz vorm Abtreten sind, sagen wir einfach, nee, ich will nicht sterben. Und dann leben wir halt noch weiter. Was ich sagen wollte, ich habe ja vorgestern angefangen, Beastars zu gucken. Das ist so ein Anime. Und da geht's auch um was ziemlich Ähnliches. Das sind nämlich anthropomorphe Tiere. Ah. Und zwar gibt's... Also es ist so eine Schule und da sind halt Karnivoren und Herbivoren halt zusammen. Und es ist den Karnivoren nicht erlaubt, Fleisch zu essen. Warum? Weil die halt, ja, weil die halt zivilisiert miteinander leben wollen. Ah, okay. Aber die Karnivoren haben halt immer noch diesen Trieb. Die wollen halt immer essen. Und in der ersten Folge geht es halt darum, dass ein Alpaka gefressen wurde. Oh. Also ein Schüler von einem anderen Mitschüler gefressen wurde. Und ja. Das hat mich jetzt gerade nur dran erinnert. Und die Hauptfigur ist da tatsächlich auch ein Wolf. Deswegen muss ich da rein. Freedom Oka, Fiji,
trash convoy. Friends call it outside. I can't walk on the wild side. I don't wanna fall asleep. Slow up my time. Ich jetzt gerade ein bisschen vom Konzept an Zoomania. Ja, schon ein bisschen, ja. Ne? Also auch Tiere leben zusammen, dann ist die große Debatte, war ein Fleischfresser da, kann man Fleischfressern vertrauen? Ja. Und da ist ja auch einer der Hauptcharaktere. Ja, genau, das ist auch. Und seit diesem Vorfall, dass da halt einer gefressen wurde, ist halt diese Lücke zwischen Fleischfressern und Pflanzenfressern halt noch größer geworden, dass da halt das so ein bisschen das Misstrauen gewachsen ist und so. Ja. Yeah, the Doc's definitely got a thing for wolves. Munchin. Munchin oder ist das eh nur schwer zu erkennen? Weiß ich nicht, das wäre aber dann sehr, sehr schmal, das E, ne? Ja, ne, deswegen ist es, vielleicht heißt es auch Munchin. Ja. Also, ne, so kauen oder sowas. Ja, vielleicht. Vielleicht ist das so seine Lieblingsnovel. Das ist wahrscheinlich so eine Art Twilight mit Wölfen. So, jetzt können wir noch hier anklicken. Yeah, the Doc's definitely got a thing for wolves. Ah. I don't see anything in the bookcase but German textbooks. I don't see anything. Their doctor's coat. Das wurde jetzt aber anders aufgenommen, ne? Ja, ja, genau. Da war der ein bisschen näher am Mikro oder so. So, was haben wir sonst noch hier? Looks like office equipment back there. Ah, das erkennst du wodurch? Mhm. Durch die Dunkelheit? Can't think of what else to ask him. Okay, ja gut, dann. Dr. Klingmann, Herr Doktor ist ausgefragt. Na ja, gut, dann verlassen wir mal. Thank you for your time, Doctor. Oh, not at all. Hübscher Bursche. Jetzt Gabriel oder Klingmann? Nein, es war, als ob das so seine Gedanken wären. So. Er hat ihm noch so hinterher geguckt. Ach Gott, die Affen, die ey. Die Wolfaffen wieder. Okay, dann gehen wir gerade noch ins nächste Gebiet. Dann würde ich sagen, beenden wir da erstmal. Ja. So, wo gehen wir als nächstes hin? Marienplatz klingt gut, oder? Ja. Dann haben wir so einen Weg, wo wir uns so durchschlängeln können. So, dann auf zum Marienplatz. Mein Gott, war die Musik laut. War das jetzt Musik oder war das jetzt also Musik vom Platz oder war das Soundtrack? Das ist halt so schwer zu sagen. Ja. Ja, okay, gut. Cool, das heißt, wir sind jetzt am Marienplatz. Ich denke mal, hier wird eine große Shoppingmeile sein. Wir haben 20 also, Punkte. So die Stadt, Innenstadt. Ja, genau. Mal gucken, was wir da alles finden werden. Genau, da bin ich auch mal gespannt. Alles klar. Gut, dann okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Schattenjägerknife. Schattenjägerknife. Oder Schattenjägerknife.